Ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, also Donald Trump hat in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich Jahren regelmäßig sehr, sehr, sehr eklige Aussagen rausgehauen. Also mal hat er gesagt, er wird gerne seine eigene Tochter daten, wenn sie nicht gerade seine Tochter wäre. Im Vorwahlkampf war aus irgendeinem Grund immer wieder seine Penisgröße Thema. Er hat mit Geschichten von sexualisierten Übergriffen geprahlt. Er hat mexikanische Immigranten Vergewaltiger genannt und immer wieder hat er in Frage gestellt, ob Barack Obama überhaupt in den USA geboren ist. Also Trump ist ein sehr offensichtlicher Ausdruck des Rassismus in den Vereinigten Staaten. Also eigentlich einer sehr rassistischen und auch sexistischen Gesellschaft. Und also bevor wir direkt ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, so einen kurzen Abriss der Situation, also so die Landschaft zu zeichnen, vor denen sich diese Wahlen abspielen. Und in den USA haben wir also weiterhin eine Krisensituation. Die zeichnet sich innenpolitisch aus, durch die Armut im Land, durch eine steigende Einkommensungleichheit, auch durch die rassistische Polizeigewalt. Kürzlich ist eine Studie veröffentlicht worden, nach der 4 von 5 AmerikanerInnen im Laufe ihres Lebens von Armut bedroht sind. Also 80%, das ist ziemlich krass. Das ist eine sehr polarisierte Gesellschaft offensichtlich. Außenpolitisch befindet sich das US-Regime weiterhin in einer Hegemoniekrise. Die Nahostkrise ist weiter ungelöst und sie wird sich auch nicht lösen lassen. Die Konflikte mit Russland und China, auf die spielt der Donald Trump mit Vorliebe an, die sind auch nicht gelöst, die schwelen weiter. Und demgegenüber stehen aber kleinere Erfolge der Obama-Regierung. Also zum Beispiel der Deal mit dem Iran, die Öffnung und die voranschreitende Kapitalisierung von Kuba und auch der Rechtsruck in Lateinamerika. Klar ist aber, dass die Zeit von Barack Obamas Hope und Yes We Can definitiv vorbei ist. Und jetzt stehen sich eben vor dieser Szenerie Donald Trump und Hillary Clinton gegenüber, zur Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin zum ersten Mal. Es hat lange Zeit so ausgesehen, als wird Hillary Clinton ungefährdet ins Ziel kommen. Jetzt ist Donald Trump wieder ein bisschen näher herangerückt in den letzten Wochen. Landesweit liegt Clinton momentan bei 45,3%, Trump bei 43,6%. Das sind Zahlen von heute Morgen. Und trotzdem scheint es eben so, als würde Clinton das schaffen. Aber wer auch immer jetzt am 20. Januar nächsten Jahres vereidigt wird, ist es wichtig zu betonen, dass alles, was Sie jetzt gesagt haben in dem Wahlkampf und alles, worauf ich mich in dem Vortrag beziehen kann, nur Tendenzen abbilden. Also was Sie jeweils im Amt tun werden, hängt von anderen Faktoren, von objektiven Faktoren ab und das können wir nur erahnen. Einige der Leitfragen, auf die ich in dem Vortrag eingehen will und die wir dann in der Diskussion sicherlich vertiefen können, sind: Was waren die Bedingungen, dass Trump die Kandidatur überhaupt bekommen konnte, was ja schon eine kleinere Überraschung war? Und was sind die Bedingungen, die ihm womöglich die Präsidentschaft ermöglichen? Zweitens, was ist die Vision von Hillary Clinton und ist sie womöglich das kleinere Übel? Und drittens, welche Rolle spielen dabei Black Lives Matter und andere soziale Bewegungen? Genau. Aber steigen wir zuerst mit Donald Trump ein, er ist auch Namensgeber der Veranstaltung, steht am Anfang. Er ist zweifellos, wie wir an den Aussagen, die ich am Anfang zitiert habe, ablesen können, ist er zweifellos der Kandidat fürs Präsidentenamt in der Geschichte, der seinen Rassismus, der seinen Sexismus am wenigsten verhehlt. Es ist überraschend, dass so eine Karikatur eines rechten Politikers eigentlich Präsidentschaftskandidat werden konnte. Aber es ist nur vordergründig widersinnig. In den Vorwahlen hatte er eine sehr farblose, blasse Konkurrenz, die überhaupt nicht in der Lage war, die aufgewühlte republikanische Basis für sich zu gewinnen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aber waren es eigentlich genau solche langweiligen Gestalten wie eben Jeb Bush oder John Kasich, die es geschafft haben, die Kandidatur zu bekommen oder sogar Präsident wurden. Also wir müssen uns nur an Mitt Romney erinnern, vor 4 Jahren, der jetzt auch nicht gerade der größte Charismat war. Gelungen ist ihm das mit einer teilweise sehr radikalen Anti-Establishment-Rhetorik. Er inszeniert sich so als Außenseiter und natürlich gilt eigentlich so fehlende politische Erfahrung als Mangel. In den Augen seiner Basis scheint Trump das aber zu qualifizieren, dass er eben nicht aus dem politischen Washington stammt, wie das Hillary Clinton offensichtlich tut. Er ist Unternehmer und Multimilliardär und so konnte er zum Beispiel mit der Behauptung punkten, dass er nicht auf Wahlkampfspenden angewiesen sei, was so nicht stimmt, aber es gibt ihm diese Aura der Unabhängigkeit. Trump ist Kapitalist und das führt bei vielen Linken zu der Fehleinschätzung, dass er die Interessen der Kapitalistinnenklasse als Ganze verkörpern würde. Tatsächlich ist aber der Fall, dass kein einziger CEO der 100 größten Konzerne der USA, also der sogenannten Fortune 100, für ihn gespendet hat. Es ist finanziell verkraftbar, weil die Spenden limitiert sind auf $5,400 pro Person, weil es persönliche Spenden sind.
Das zeigt aber, und das hat eine sehr große Ausstrahlungskraft, es zeigt, dass das US-Kapital Trump nicht vertraut. Und dieser Hass auf Trump, den die liberalen Medien schüren, der hat also verschiedene Gesichter. Nämlich der Hass, den eben die Bourgeoisie auf ihn hat, ist ein ganz anderer als der des Großteils der Ausgebeuteten, der Unterdrückten in den USA. Also der ArbeiterInnen, der Nichtweißen, der LGBTI. Die hassen Trump verständlicherweise, weil unter ihm ihre Rechte weiter beschnitten würden, weil sie massiv unter ihm zu leiden hätten. Der Bourgeoisie, der eben diese Medienhäuser gehören, der ist es aber ziemlich egal, also dass sie diese demokratischen Rechte verteidigen, das ist nur vorgeschoben. Trump zeigt Tendenzen zum Isolationismus bis hin zum Irrationalismus und er ist damit für das Kapital einfach nicht verlässlich genug. Und er droht damit, die Polarisierung der Gesellschaft weiter zu vertiefen und das kann sich das Kapital momentan einfach nicht leisten. Ja, wenn Trump die Bourgeoisie nicht direkt vertritt, wen vertritt er dann? Also er steht zuallererst mal für sich selbst und für einige wenige andere Milliardäre und aber vor allem für das weiße KleinbürgerInnentum, also für Mittel-, Klein- und KleinstunternehmerInnen. In seiner Basis finden sich auch weiße ArbeiterInnen. Von ihnen sind die meisten Männer und die meisten sind ältere Männer davon. Aber das sollte uns nicht täuschen. Also es handelt sich dabei nicht um eine Verankerung in der Klasse. Die ArbeiterInnen hängen ihm natürlich nicht als ArbeiterInnen an. Genauso wie WählerInnen der CSU, die zufällig ArbeiterInnen sind, der CSU nicht als ArbeiterInnen anhängen. Ja, was ist Trumps Programm? Also womit spricht er diese Schichten an? Also mal abgesehen davon, dass er sagt, Make America Great Again, was heißt das schon? Also er weist in seinen Reden und Auftritten immer wieder auf die Symptome des Scheiterns der US-Hegemonie hin. Also zum Beispiel, er sagt, er sei in der Lage, den IS zu schlagen. Oder er wäre viel besser in der Lage, die Handelsverträge auszuhandeln, wie das Trans-Pacific Partnership oder NAFTA mit Kanada und Mexiko. Also er könnte das viel besser. Und die Migration aus Mexiko, er könnte die viel besser stoppen. Also seine Mauer wäre viel höher als die jetzt da steht. Und genau. Und er kokettiert ja auch immer wieder damit, dass er Wladimir Putin so bewundert und dass sie gute Freunde sind, mal mehr, mal weniger, und dass er nicht an der Konfrontation mit Russland interessiert sei. Aber also meine These dazu ist, dass es keine reale Annäherung an Russland bedeutet, sondern ja eher darauf hinweist, dass die Konfrontation mit Russland weit davon entfernt ist, gelöst zu werden. Also Trump legt quasi den Finger in die Wunde. Und er ist damit zum einen Ausdruck einer Krise des gesamten politischen Systems, aber natürlich auch einer Krise der Republikanischen Partei. Und die Partei, die hätte sich vielleicht längst gespalten, wenn sie sich nicht in dem überaus starren Zwei-Parteien-System befinden würde. Die Krise der Republikanischen Partei hat aber nicht begonnen mit Trump. Also wir erinnern uns an die Tea Party-Bewegung, die seit 2007 sowas Ähnliches gemacht hat wie er. Der hatte so eine Mischung aus Konservatismus, Libertarismus und einem starken Chauvinismus und konnte so ähnliche Teile der republikanischen Basis um sich scharen. Es ist interessant, dass es seit 2007 so war, also es korreliert auch mit der Krise und hat sich dann nochmal verstärkt mit der Präsidentschaft Barack Obamas. Ja, insgesamt zeigt sich in den Vereinigten Staaten, und das ist die zentrale These, es zeigt sich dort, was wir eine organische Krise nennen. Das ist die Krise der Herrschaftsform der bürgerlichen Restauration, also das, was wir so für gewöhnlich Neoliberalismus nennen. Und hierbei handelt es sich eben nicht um eine konjunkturelle Krisenerscheinung, wie es im Kapitalismus nun mal vorkommt, sondern vielmehr hat sich die Finanzkrise von 2007 auf alle Bereiche des Lebens ausgeweitet. Also sie wirkt nicht mehr nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch politisch, worum es hier vor allem geht, und darüber hinaus auch sozial, kulturell, ideologisch und so weiter. Das heißt, die aktuelle Krise ist viel tiefer und viel breiter als vorangegangene Krisen. Der Begriff der organischen Krise, der stammt von dem italienischen Revolutionär Antonio Gramsci und der damit eben genau diese Verschränkung der einzelnen Formen der Krise beschreiben wollte. Er spricht davon, dass in einer solchen Krise, das ist jetzt Zitat, das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. Und in genau so einer Übergangsperiode, Gramsci nennt das Interregnum, in so einer Übergangsperiode befinden wir uns gerade in den USA und auch anderswo in der Welt. Und eben eine dieser Krankheitserscheinungen, die solche Phasen hervorbringen, ist Donald Trump. Ja, ein ganz zentraler Aspekt dieser organischen Krise in den USA, und Donald Trump ist ein Symptom davon, ein Aspekt davon ist ein ganz großer Legitimitätsverlust der Herrschenden.
Und er drückt sich nicht nur in der republikanischen, sondern auch in der demokratischen Partei aus und im gesamten politischen System. Die Wahlbeteiligung ist in den USA traditionell niedriger als anderswo, wo der Parlamentarismus eine lange Geschichte hat. Die lag bei den letzten Präsidentschaftswahlen bei so 55%. Bei den Bundestagswahlen 2013 in Deutschland waren es 71,5%, also doch ein gutes Stück mehr. Und das galt ja damals schon bei uns als sehr niedrig. Man muss vielleicht relativierend sagen, dass es in den USA auch nötig ist, sich zu registrieren, um wählen zu können, was ja auch auf die Wahlbeteiligung drückt. Aber also die Leute, die nicht wählen gehen, die quasi abgehängt sind vom politischen System, das sind überwiegend junge Leute mit größeren finanziellen Problemen und einer schlechteren Bildung als den Wählerinnen. Und außerdem sind unter ihnen überproportional viele Nicht-Weiße. Das heißt also, das Vertrauen der unterdrückten Teile der US-Gesellschaft in das politische System ist tief erschüttert. Aber nicht nur eben derjenigen Leute, die überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen, sondern auch bei den Wählerinnen. Also auch die sind sehr skeptisch gegenüber dem System. Kürzlich gab es eine Befragung des Pew Research Center und da haben 57% der WählerInnen angegeben, dass sie von der Wahl frustriert sind. Als optimistisch haben sich nur 15% bezeichnet. Und die Zahlen, die steigen seit dem Sommer immer weiter an. Insgesamt ist die Zufriedenheit mit den Kandidatinnen auf dem tiefsten Stand seit Jahrzehnten. Und besonders die Jugend ist auch völlig desillusioniert. Also auch die Jugend, die Wahlen geht. Also weniger als ein Viertel von den potenziellen WählerInnen unter 30 sagen, dass sie zufrieden sind mit der Wahl. Also auch die Jugend in den USA ist Teil, was wir einer weltweiten Protestgeneration nennen können. Es ist die Generation, das ist ein Zitat von einem Journalisten, es ist die Generation, für die der Fall der Lehman Brothers näher ist als der Fall der Berliner Mauer. Das heißt konkret, dass die ideologische Hegemonie der USA, die sie errungen hat, als sie den Ostblock geschlagen hat, das hat für unsere Generation eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Unsere Generation hier und auch anderswo, auch in den USA, verbindet nichts mehr Positives mit dem US-Imperialismus in großen Teilen. Nur wenige glauben daran, dass sie es einmal besser haben werden als die vorangegangene Generation. Gleichzeitig hat diese Generation auch sehr wenig Kampferfahrung, also eigentlich keine. Und das heißt, ihr Unmut beschränkt sich darin, so ein bisschen Anti-Establishment zu sein. Ja, und dieses Aufkommen der Protestbewegungen, über die wir später noch mehr reden werden, die wächst auf demselben Boden wie das Aufkommen Trumps. Also ist Teil dieser organischen Krise. Genau. Und kommen wir nun zu Clinton. Die Demokratische Partei hat ebenso mit dieser Legitimitätskrise zu kämpfen. Und Bernie Sanders, der den Vorwahlkampf so ein bisschen durcheinander gebracht hat, war ein Ausdruck davon. Er hat es in dem Rahmen geschafft, das Wort Sozialismus wieder ins Gespräch zu bringen, vor allem für weite Teile der Jugend, auch wenn er es natürlich mit einem völlig fehlgeleiteten, völlig falschen Inhalt gefüllt hat. Also was er vorgeschlagen hat, noch bevor er vor Clinton eingeknickt ist, war eigentlich nicht mehr als so ein Wohlfahrtsstaat nach skandinavischem Vorbild. Und gerade jetzt in dieser Krisensituation in den USA sind diese Versprechungen innerhalb des kapitalistischen Rahmens überhaupt nicht mehr umsetzbar. Ja, inzwischen hat Sanders dafür geworben, Clinton zu wählen. Und damit tritt er so als Schäferhund auf für die Demokratische Partei. Also er holt die verlorenen Schäfchen der Protestwähler, die holt er wieder zurück in die Heimat der Demokratischen Partei. Seine Kampagne war ja unter dem Slogan politische Revolution, so, oder das, was er davon hält. Und damit hat er es zumindest geschafft, die Rhetorik von Clinton so ein bisschen nach links zu verschieben. Clinton spricht jetzt davon, dass die Reichen ihren gerechten Anteil zu zahlen haben, dass man studieren können soll, ohne sich zu verschulden. Inzwischen lehnt sie auch das transpazifische Freihandelsabkommen ab, was auch lange gedauert hat. Aber ja, also was sie in öffentlichen Auftritten sagt, unterscheidet sich drastisch von dem, was sie privaten SpenderInnen gegenüber von sich gibt. Und davon hat sie ja mehr als Trump. Also von den angesprochenen 100 größten Konzernen, deren Chefs, haben immerhin 11 für Clinton gespendet und keiner für Trump, wie gesagt. Für eine Demokratin ist das einigermaßen ungewöhnlich. Also wir können eigentlich davon sprechen, dass Clinton nicht nur die Kandidatin der liberalen Bourgeoisie, sondern eigentlich der Bourgeoisie schlechthin ist. Ja. Gleichzeitig hat sie die Unterstützung von großen Teilen der schwarzen WählerInnen geschafft. Also derjenigen Schwarzen, die registrierte WählerInnen sind. 91% von denen wollen Clinton wählen. Und das überrascht natürlich wenig angesichts des Rassismus von Trump. In den vergangenen Monaten ist sie auch sehr offensiv und manchmal ein bisschen peinlich auf Stimmenfang in der schwarzen Community gegangen. Aber die rassistischen Polizeimorde, die strukturelle Unterdrückung der Schwarzen,
das wird sich unter Clinton natürlich auch nicht ändern, also genauso wenig, wie sich es unter Barack Obama geändert hat. Sie hat ja als First Lady in den 90ern auch dieses Crime Bill von ihrem Ehemann unterstützt, das mit dem Three Strikes Law für die massive Inhaftierung von Schwarzen und vor allem von schwarzen Jugendlichen verantwortlich ist. Und sie hat damals schwarze Jugendliche Super Predators genannt, also hat sie entmenschlicht als Raubtiere und hat ihnen unterstellt, dass sie generell zur Kriminalität neigen. Und jetzt spielt sie sich als Vertreterin eben derer Interessen auf. Ja, gleichzeitig überschattet die direkte Polizeigewalt so ein bisschen das Ausmaß der strukturellen Unterdrückung der Schwarzen in den USA. Dabei also tötet diese strukturelle Benachteiligung in den schwarzen Communities ganz genauso. Also ein sehr gutes Beispiel dafür, und es ist nur ein Beispiel, eins von vielen, ist die Stadt Flint in Michigan, an den großen Seen. Das ist die Stadt, ist wirtschaftlich seit Jahrzehnten komplett am Boden, seit die Autoindustrie sich dort zurückgezogen hat. Zu 57% ist die Bevölkerung der Stadt schwarz. Und dort ist jetzt im April 2014 die Wasserversorgung nicht mehr aus dem Lake Huron, der da benachbart ist, sondern aus dem Flint River gespeist. Und das Wasser wird nicht mehr behandelt. Das wurde getan, um 5 Millionen Dollar innerhalb von 2 Jahren zu sparen. Und seitdem ist das Trinkwasser in der Stadt massiv mit Blei kontaminiert. Zehntausende Kinder weisen inzwischen erhöhte Bleiwerte in ihrem Blut auf und das hat massive gesundheitliche Auswirkungen. Inzwischen sind 10 Menschen an der Legionellenepidemie verstorben und 77 weitere sind daran erkrankt. Und diese Wasserkrise ist bis heute nicht gelöst. Und das ist ein Beispiel für die strukturelle Benachteiligung. Und ja, was man noch bemerken kann, ist, dass die Stadt von einer schwarzen Demokratin regiert wird. Also die Vertretung hat ihnen offensichtlich nichts geholfen. Ja, und auf Hillary Clintons Verhältnis zu Black Lives Matter werden wir später nochmal zurückkommen. Ja, auch unter den Latino- und Latina-WählerInnen hat Clinton eine Basis. Also sie liegt dort mit 66% zu 24% gegenüber Trump vorn. Aber natürlich werden auch unter Clinton die Abschiebungen weitergehen, vor allem von mexikanischen ImmigrantInnen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass unter Obama mehr Menschen aus den USA deportiert wurden als jemals zuvor. Und schließlich steht ja an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko bereits eine Mauer, die braucht Trump gar nicht erst zu bauen. Ja, man kann es in den Worten von Eugene Debs sagen, der war ein US-amerikanischer Sozialist, der hat das vor 100 Jahren ungefähr gesagt, um Trump und Clinton in ein Verhältnis zu setzen. Die republikanische und die demokratische Partei, oder eher die republikanisch-demokratische Partei, repräsentiert die Klasse der KapitalistInnen im Klassenkampf. Sie sind die politischen Flügel des kapitalistischen Systems und Unterschiede, welche zwischen ihnen entstehen, basieren nicht auf Prinzipien, sondern sind Kämpfe um die Aufteilung der Beute. Ja, also es stehen sich hier eigentlich ein Rechtsaußenkandidat und eine Mitte-Rechtskandidatin gegenüber. Und sie sind beide Teil des kapitalistischen Systems. Und nur weil es ein Zwei-Parteien-System ist, heißt es nicht, dass die beiden Parteien irgendwie Pole bilden. Das wäre, ja, das ist das, was die bürgerlichen Medien uns erklären wollen. Ja, letztlich sind Clinton und Trump zwei scheiternde Antworten eines scheiternden Systems. Clinton steht hierbei klarer für die Kontinuität des Neoliberalismus, Trump hingegen für eine ebenso neoliberale, aber eine Tendenz eher zum Isolationismus in der Außenpolitik und einem noch schärferen Chauvinismus nach innen. Ja, also diese Logik, dass man Clinton unterstützen müsste gegen Trump, die jetzt darauf fußt, das scheinbar kleinere Übel, wird immer wieder mit der Aufregung geschürt, es handle sich bei der Wahl, die wir jetzt haben, um das wichtigste politische Ereignis überhaupt. Und diese irrige These, die basiert auf der Annahme, dass die Politik nur in den Wahlen existiert. Und dass es für die Massen überhaupt keine Möglichkeit gibt, außerhalb dieser Wahlen selbst an der Politik teilzunehmen. Tatsächlich gibt es aber viele Menschen in den USA, die erkannt haben, dass sie selbst eingreifen können. Besonders eben ArbeiterInnen und rassistisch Unterdrückte haben erkannt, dass sie nicht von den Zugeständnissen der Demokratischen Partei allein abhängig sind, die ja ihre traditionelle Vertretung sind. Und das zeigt sich vor allem in Black Lives Matter und in Fight for 15. Auf die will ich jetzt noch eingehen, bevor wir in die Diskussion gehen. Black Lives Matter ist euch sicher bestimmt ein Begriff. Das hat sich entwickelt seit 2013, erstmals dieser Hashtag aufkam und hat sich seitdem zu einer kleinen Massenbewegung entwickelt. Damals, also 2013, hatte der weiße George Zimmerman den unbewaffneten schwarzen Teenager Trayvon Martin erschossen und war dafür freigesprochen worden.
Und daraufhin gab es Straßenblockaden, Demonstrationen, auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und damit ist es der Bewegung über die letzten Jahre gelungen, eine internationale Aufmerksamkeit auf diesen mörderischen Rassismus in den USA zu lenken. Insbesondere aber auf die Polizeimorde. Kürzlich ist Black Lives Matter wieder in die Schlagzeilen gekommen, als der NFL-Quarterback Colin Kaepernick sich geweigert hat, für die Nationalhymne sich zu erheben vor dem Spiel. Und ja, die Erinnerung, die er damit aufwirft, ist natürlich der Protest der schwarzen Sprinter Tommy Smith und John Carlos von den Olympischen Spielen 68. Und nicht nur das ist eine Wiederholung, sondern auch die ganze Bewegung ist eigentlich eine Wiederholung der Bürgerrechtsbewegung. Also Black Lives Matter fordert noch immer, was der US-Imperialismus der Bürgerrechtsbewegung nicht zugestehen konnte. Also das historische Versprechen der Gleichheit konnte nicht eingelöst werden, wurde nicht eingelöst. Und in diesem Rahmen sind es weniger die Forderungen, die Black Lives Matter so besonders machen, sondern vielmehr die Tatsache, dass es sich um eine kämpfende Bewegung handelt, wie es sie halt seit Jahrzehnten in den USA nicht gegeben hat. Ein Blick zurück kurz auf die Bürgerrechtsbewegung lohnt, weil was ist mit aus ihr geworden? Also ein Teil hat sich notwendigerweise und zu Recht radikalisiert, wurde später isoliert und letztlich vom Staat brutal zerschlagen. Der weitaus größere Teil aber, der wurde kooptiert von der Demokratischen Partei. Und das sind genau die Tendenzen, die wir heute auch wieder sehen. Dabei ist das Verhältnis von Black Lives Matter zu den Demokraten in etwa genauso heterogen wie die Bewegung halt selbst. Aktivistinnen von Black Lives Matter haben während des Vorwahlkampfs der Demokraten immer wieder Auftritte und Reden gestört von Bernie Sanders, Hillary Clinton und auch von Martin O'Malley, der ein dritter Kandidat war, um sie eben zu zwingen, sich zu äußern zu den Morden der Polizei an Schwarzen. Und von den dreien war Sanders derjenige, der am stärksten auf die Bewegung zugegangen ist. Aber auch Clinton hat versucht, soweit es ihr eben möglich war, sich Black Lives Matter anzubiedern. Schon im August letzten Jahres hat das Democratic National Committee eine Resolution verabschiedet, dass die Demokratische Partei jetzt Black Lives Matter unterstützt. Auch wenn Hillary Clinton zum Beispiel nie diese Worte in dieser Reihenfolge im Wahlkampf benutzt hat. Insgesamt schreitet aber die Vereinnahmung der Bewegung voran. Also AnführerInnen wie DeRay McKesson zum Beispiel, der gehört dem rechten Flügel der Bewegung an, er ruft seit vorgestern zur Wahl von Hillary Clinton auf. Und auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli haben sich Mütter von ermordeten Schwarzen, also auch die Mutter von Trayvon Martin zum Beispiel, sie nennen sich Mothers of the Movement, haben sich dafür ausgesprochen, Clinton zu wählen. Weil Clinton angeblich das Einfühlungsvermögen hätte, um für sie zu sprechen, um ihre Interessen zu vertreten. Ja, also in dieser Vereinnahmung manifestieren sich eigentlich zwei strategische Hürden bzw. Fragen dieser sehr heterogenen Bewegung. Das sind einmal der schwarze Nationalismus und einmal der eher klassische Reformismus, die tatsächlich beide aber sehr eng verwandt sind. Während der schwarze Nationalismus in der Vergangenheit für eine Abspaltung von der US-Nation eingetreten ist, der Schwarzen, und manchmal sogar für ein eigenes Territorium, ist es heute eher ein soziokultureller Nationalismus. Das heißt, er drückt sich vor allem aus in der Forderung, dass Schwarze in alle Positionen des Staates hineinkommen sollen, also eigentlich nach einer schwarzen Führung. Und er nimmt dabei auch eine schwarze Bourgeoisie in Kauf oder feiert sie sogar dafür. Hier sei mal ganz kurz an die schwarze Bürgermeisterin von Flint erinnert. Das ist eine klassenversöhnerische Antwort auf diese Frage des Rassismus und die bietet tatsächlich jetzt schon keine Perspektive mehr. Und der klassische Reformismus, der drückt sich momentan in dieser Institutionalisierung aus, die beginnt. Also dieser vorhin genannte McKesson, der jetzt Clinton unterstützt, der war zum Beispiel im April zur Bürgermeisterwahl in Baltimore angetreten. Das heißt, ein Teil der Bewegung, der rechte Flügel der Bewegung, will entweder bürgerliche PolitikerInnen unterstützen oder aber selbst zu solchen werden. Genau. Dabei ist Black Lives Matter nicht die einzige Bewegung, die sich zurzeit auf den Straßen der USA befindet. Seit 2012 existiert ausgehend von New York City eine Streikbewegung, die sich für einen flächendeckenden Mindestlohn von $15 einsetzt und das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Momentan liegt der bundesweite Mindestlohn bei in einzelnen Staaten liegt er ein bisschen höher. Und inzwischen konnte durch diese Streikbewegung in den Staaten New York und Kalifornien und in der Stadt Seattle der Mindestlohn auf $15 angehoben werden. Und das ist eine sehr, sehr große Besonderheit, also ein Erfolg für die US-amerikanische Arbeiterinnenbewegung, die seit Jahrzehnten nur Niederlagen kennt.
Auch wenn natürlich insgesamt die Situation weiterhin in Defensive ist. Diese Kampagne nennt sich Fight for 15 und ist dabei selbst keine Gewerkschaft, sondern und kämpft auch nicht in den Betrieben, sondern dient eigentlich der Vernetzung der Kämpfe in verschiedenen Städten. Die gewerkschaftliche Organisation ist in den USA überhaupt sehr, sehr niedrig. Also im privaten Sektor sind nur 7% der ArbeiterInnen gewerkschaftlich organisiert. Im öffentlichen Sektor ist es höher, aber auch nicht vergleichbar mit Deutschland. Besonders in den prekären Berufen, wo ja dieser Kampf vor allem stattfindet um diesen Mindestlohn, also bei den Fastfood-ArbeiterInnen, bei den Einzelhandelsbeschäftigten, da macht es die gewerkschaftsfeindliche Praxis der Konzerne noch mal schwerer, sich zu organisieren. Aber selbst bei Walmart, was so ein Paradebeispiel ist für Union-Busting in den USA, gibt es bereits Ansätze für eine Organisierung. Also wir bemerken gerade, wie in den USA die Arbeiterklasse in Bewegung gerät. Ein anderer sehr großer Streik, den wir dieses Jahr erlebt haben, war beim Telekommunikationskonzern Verizon. Da waren 10 Monate lang wurde verhandelt zuvor und es gab weiterhin die Drohung, die Callcenter zu schließen und Jobs auszulagern. Und dann sind 6 Wochen lang 40.000 Beschäftigte in den Streik getreten. Und sie haben nicht nur geschafft, dass ihre Arbeitsplätze gerettet wurden, sondern auch, dass ihre Löhne erhöht wurden. Also auch das ein sehr großer Erfolg. Und ja, das sind diese beiden großen Bewegungen. Also die Arbeiterklasse bewegt sich, aber es gibt auch diesen Kampf gegen die rassistische Unterdrückung in den USA. Und die tatsächliche Perspektive für diese beiden Kämpfe ist die Verbindung. Also bei Black Lives Matter nehmen seit dem Sommer die Straßenblockaden wieder zu. Tatsächlich ist aber dieses Mittel weitgehend ausgeschöpft. Also seit 3 Jahren passiert es immer wieder, dass sie Interstates blockieren. Aber ein großes Problem ist, dass die Mobilisierungen immer wieder schwächer werden, sobald die mordenden Polizistinnen dann angeklagt sind oder zumindest angeklagt werden sollen. Das heißt, der Kampf gegen den Rassismus in den USA wird über die Gewerkschaften gehen müssen. Und die gehören vor allem der Demokratischen Partei an. Bis auf die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft der GrenzschützerInnen, die als Repressionsorgane des Staates Trump unterstützen. Aber ja, wie auch hier ist die Polizeigewerkschaft Teil des Gewerkschaftsbundes, also der AFL-CIO in den USA. Und die prekären ArbeiterInnen sind zum großen Teil ja nicht weiß. Also genau dieselben, die die rassistische Unterdrückung, die rassistische Polizeigewalt erfahren. Und deshalb ist die Forderung in den USA auch die gleiche, wie wir sie hier manchmal also immer wieder erheben. Nämlich No Cops in Our Unions, also Bullen raus aus unseren Gewerkschaften. Ja, also die organische Krise, die uns Donald Trump beschert hat, um den Bogen zu ziehen, die wirft eben auch diese Bewegungen auf die Straße. Und die Unzufriedenheit mit dem politischen System, diese Krise der Legitimität, von der die Rede war, die findet eben in den außerparlamentarischen Bewegungen ihren Ausdruck. Dabei werden die Kräfteverhältnisse bestimmen, wie die organische Krise gelöst wird. Und zum Positiven verändern können die Kräfteverhältnisse nur diese Bewegungen oder vielmehr die verbundenen Bewegungen und nicht etwa eine Stimme für das vermeintlich geringere Übel. Das wird die Kräfteverhältnisse nicht ändern können. Ja, deshalb haben die US-amerikanischen Genossinnen von Rio in der internationalen Strömung der trotzkistischen Fraktion hier, die dieses Magazin rausgeben, Left Voice, und die auch online Left Voice betreiben, haben deshalb eine Kampagne in den sozialen Medien gestartet. Unter dem Hashtag Not With Them, also nicht mit ihnen, nicht für sie, sammeln sie Bilder von Leuten, die weder für Clinton noch für Trump stimmen wollen. Und darin, glaube ich, liegt die Perspektive, nämlich in einer vom kapitalistischen System unabhängigen Organisation. Ja. Das wär's. Vielen Dank, Marco.